bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Hergiswil, Hamboden, Schattdorf jubelt. Was ist los? Letztes Jahr noch Vize-Schweizermeister, am Wochenende erneut verloren, sogar gegen zweitletzt. Bilanz vor der Rückrunde? Schlecht. Keine Doppellizenzen mehr aus anderen Vereinen, dazu Abgänge und jetzt auch noch viele Verletzte. Hergiswil am Limit. Kompensieren geht fast nicht mehr. Auf die Matte müssen die Jungen. Stehen oft weitaus überlegenen Gegner gegenüber, eine Herausforderung, oft aber auch nur Frost. Jetzt heisst es aufzupassen, dass der Drive und die Motivation nicht gänzlich die Wigern abgeht. Dazu der Trainer, der Alexander Golin. Die Jungen, ich sage heute nicht Hergiswil verloren, einfach Schattdorf heute ein bisschen besser gewesen. Und ja, Schattdorf gewinnen heute. Wir haben alles gemacht, was möglich. Jeder Kampf war sehr gut. Mit jeder Inner bin ich sehr zufrieden mit unserer. Und, aber leider ja. Der Trainer vor riesigen Aufgaben. Er muss nehmen, was er hat. Und das ist oft zu wenig. Zum Beispiel Rafi Kaufmann, er ist die letzten drei Wochen hat nichts trainiert, aber hat alles gemacht. Fehlt ein Punkt. Grüter Martin auch Handgelenk verletzt und das auch gibt eine Schwierigkeit, wo wenn er muss, seine Kampf war entscheidende. Wir haben gewusst, dass Adi Grönberg ist noch jung und gegen Nationalkader Christian ist sehr schwierig, sie zum Punkte machen. Darum große Belastung war auf Grüter Martin. Das vorletzte Kampf war entscheidend. Man hat es ihm auch richtig angesehen. Er war sehr verbissen und sehr motiviert zu gewinnen. Leider nicht. Leider nicht geschafft. Ja, ganz genau. Jeder, ganze Mannschaft war voll motiviert. Jeder hat alles gemacht. Ich bin auch zufrieden sehr mit David Wissler, wie hat er gerungen. Mit Rolli Patrick, mit Martin Suppiger, sehr guter Kampf. Thomas Suppiger, bravo. Aber wie gewohnt, er muss so machen. Das Resultat von 16 zu 18 äußerst knapp, wenn man bedenkt, dass eben der Martin Grüter gegen Kim Besse nur mit einem Punkt Unterschied 5 zu 6 verloren hat. Und auch im Joel Ambiu hat nur ein Pünktchen gefehlt. Er verliert gegen Elias Kämpf 3 zu 4. Achtung! Und was knapp heisst, sehen wir gerade hier beim Übertreten der Linie. Auf der anderen Seite, genauso knapp verliert der Schattdorfer Renato Kämpf gegen den Raffi Kaufmann mit 4 zu 5.
Über das Ganze gesehen kann man sagen, es sind sich zwei ebenbürtige Mannschaften gegenübergestanden, mit dem besseren Ende für Schadorf. Über Sieg oder Niederlage, darauf ankommen ist es auf jeden Mann und auch auf Taktik. Bei der Aufstellung, was haben die taktiert? Die haben ja schon gewusst, nehme ich an, dass Hergis Uel Verletzungsgepäck hat. Ja, das haben wir schon gewusst. Und das war noch relativ schwierig. Ich habe mir da zwei Nächte den Kopf zerbrochen, was man da macht. Ja. Schlussendlich kann ich mir sagen, wir haben nicht taktiert. Wir haben so aufgestellt, wie wir am besten sind. Schlussendlich haben wir gleich etwas kehren, nachdem wir die Aufstellung gesehen haben. Aber, ja, was? Ja, ich sage, wir haben das. Die Idee ist, dass wir den Christian Nicola irgendwann Ort anders springen, weil wir das Gefühl haben, als Hergiswil auf ihnen sicher der Schwäch springt. Aber das war jetzt auch so gewesen und zusammen ist sicher, sie hätten es ja gleich gelangt. Der Schadorfer Trainer lacht, aber auch auf Seite von Hergiswil hat man können strahlen. Nicht am Schluss zwar, aber am Anfang. Im ersten Kampf triumphierte Patrick Röll über Stefan Imholz mit 17:2. Das gibt technische Überlegenheit, 4 Punkte für Hergiswil, aber auch einen für Schadorf. Patrick Rölli, recht herzliche Gratulation. Gewonnen mit technischen Überlegenheit gegen Imbach Stefan. Was hast du gerechnet vor dem Kampf? Ja, mein Ziel war sicher, 2-0 zu gewinnen, aber es ist leider nicht ganz gegangen. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass es technische Überlegenheit gegeben hat. Und von dem her, ich hoffe, ich habe einen super Start gemacht für die Mannschaft. Und bin eigentlich recht stolz und zufrieden mit dem, dass es so gut gegangen ist. Ist noch wichtig, dass ihr gut anfängt, oder? Das ist es so. Eben, das kann man ein bisschen Lauf machen oder eben die Mannschaft ein bisschen unterstützen, als sie auch weiterhin so gut Resultate weiterhin gut machen. Das Interview haben wir in der Pause geführt, beim Stand von 8:9 für Schadorf. Es war noch alles offen gewesen. Der Patrick Rölli hat alles gegeben. Denn schon im ersten Kampf hat man gewusst, es kommt auf jeden an, jeden Mann und jeden Punkt. Will man das Resultat noch auf seine Seite drehen? Wie sind Sie vorbereitet worden heute auf diesen Kampf? Das ist ja sehr entscheidend. Ja, bei mir hat es jetzt geheißen, ich möge einfach frei ringen, das alles geben, was ich kann. Und es ist jeder ein einzeln separat auf den Kampf darauf vorbereitet worden. Aber sicher ist ein gewisser Druck in der Rennen, aber das will man auch sich nicht machen, sonst tut man sich blockieren. Zu dir, was sind deine grössten Erfolge? Ja, dieses Jahr bin ich eigentlich ziemlich stolz, dass ich bei der Elite auf 61 Kilo Freistil Bronze gewonnen habe. Und Greco, da bin ich viert worden, bin ich eigentlich auch ziemlich stolz für das, dass ich eigentlich nicht so Greco-Ringer bin. Wie lange bist du schon bei Hergiswil? In der ersten Mannschaft? Bei der ersten Mannschaft, seit 2012 hatte ich meinen ersten Einsatz dort. Auch bei den Leichtesten, seitdem ist es immer ein bisschen dort geblieben. Aber dort ist natürlich am Anfang ist es relativ schwierig und happig, gegen Grosse zu gewinnen. Aber ich habe meinen Weg gemacht und bin stolz auf das. Gell, der steigert sich nicht in der Leistung unbedingt immer, aber im Gewicht manchmal. Das ist ja so, ja. Was sind deine Ziele für heuer? Meine Ziele sind natürlich, die Mannschaft möglichst weit zu unterstützen, als sie weitergehen und immer einen guten Start haben, jetzt aus Leichtgewicht. Aber sicher, eben mit der Mannschaft müssen wir schauen, was möglich ist. Und jetzt auch noch, der Marco ausgefallen ist. Aber ich probiere, mein Bestes zu geben. Wie viel musst du trainieren oder wie viel kannst du trainieren pro Woche? Also ich mache jetzt dreimal mache ich das Training, eben Dienstag, Donnerstag und Freitag. Und Montag ist mehr so spielerisch, locker, wieder ein bisschen vom Samstag erholen. Ja. Nach dem Startsieg von Patrick Rölli mit technischer Überlegenheit und dem anschliessenden Hergiswiler 3:0-Erfolg von Martin Zuppigen gegen Michi Auch liegt Hergiswil 6:1 in Führung.
Im dritten Duell hatte Thomas Wiesler Pech. Ein heftiger Zusammenstoß mit dem Sven Gamma führt bei ihm zu Nasenblüten. Ein Handicap im weiteren Kampfverlauf muss er mehrmals aussetzen. Ich habe gewusst, dass Thomas Wiesler gegen Gamma Sven, das sind ungefähr gleiche Niveau. Die Rinnen kennen eine andere schon lange. Und wenn ein Glück Thomas gewinnt, zweite Mal 50-50, kann man nicht sagen, ja, Thomas oder ja, dass jemand gewinnt 100%. Ja, auch passieren mit Naseblut auf erste Minute. Das auch hat gegen uns gewesen. Im Sven Gamma klingt damit der erste Schadorfer-Sieg vom Abend. Sven Gamma gegen Thomas Wiesler 1-3 gewonnen. Was hast du gedacht vor dem Kampf? Ja, ich habe gewusst, es wird ziemlich ein knapper Kampf. Weil ich habe schon in den letzten Jahren immer gegen Thomas gerungen. In den letzten Jahren habe ich immer, sage ich jetzt mal, gewonnen, teilweise klar. Aber ich habe gewusst, es wird ein brutal enger Kampf. Und ich habe gewusst, ich muss von Anfang an parat sein. Und die Konzentration muss von den ersten Sekunden an eigentlich da sein. Ja. Wir merken, Sie gehen richtig zur Sache. Wie sind Sie auf diesen Kampf vorbereitet worden? Es geht ja um viel, oder? Ja, es ist ja so. Es geht um recht viel. Ich denke, wer es hier gewinnt, hat sicher eine super Ausgangslage für ein Halbfinale. Und man hat es in der Training gemerkt in dieser Woche. Es sind alle top parat gewesen, haben daran geglaubt. Und auf meinen Kampf selber, ich sage, ich habe gewiss, es wird ein brutal enger Kampf, wie vorhin gesagt habe. Und ich kenne natürlich den Thomas Wiesler auch sehr gut, wie er ringt vom Trainingslager und von den letzten Kämpfen. Also du hast mit dem schon gerechnet, es gibt gar keine so grosse Alternativen? Ja, es ist so, also man kennt die Gegner oder wie sie aufstellen, wie sie im Besten sind. Und es wäre sicher eine riesen Überraschung gewesen für mich, wenn ich nicht den Thomas Wiesler gehabt hätte. Ein kurz noch zu dir, wer bist du, was hast du für Erfolg bis jetzt? Ja, in der Gamma Sven, wenn man vorhin schon gehört hat. Erfolg, ich sage jetzt mal, Schweizer Meisterschaft. Habe ich in der Jugend habe ich ein, zwei Titel können holen, jetzt gleich bei den Junioren und jetzt gleich bei den Aktiven. Also 5 Titel, Schweizer Meisterschaft. Und ich denke, mir ist sicher das Hauptaugenmerk auf der Mannschaftsmeisterschaft im Herbst. Wo ich auch mit der Mannschaft ein grosses Ziel habe, wenn wir wieder in Halbfinale kommen, eine Medaille erreichen. Wie viel Zeit kannst du dir nehmen, zum Trainieren so pro Woche? Ja, es ist immer unterschiedlich, je nach Arbeit. Aber ich denke, im Sommer trainiere ich sicher 4 bis 5 Mal. Und unter dem Jahr, sage ich jetzt mal, durchschnittlich 3 Mal. Die weiteren Kämpfe bis zur Pause gewöhnt alle Schadorf, also insgesamt 3. Der Simon Gehrig gar mit technischer Überlegenheit. Hergesiel gewöhnt 2 Mal. Das gleiche in der zweiten Halbzeit. 2 Siege für Hergesville, 3 für Schadorf. Macht total 6 Siege für Schadorf und 4 für Hergesville. Siege für technische Überlegenheit, Simon Gehrig. Der Sieg, was hat es da für, bei euch für Auswirkungen? Was habt ihr jetzt für Ziel gesteckt? Aber unser Ziel ist schlussendlich immer noch ganz klar der Halbfinale. Und das ist sicher ein Schritt Richtung Halbfinale. Aber ja. Man weiß, wie hoch es alles zusammen ist. Also entschieden ist da aber halt nicht. Ich sage, die 2 Punkte-Differenz, die wir jetzt für Hergesville haben im Rückkampf, das ist nicht. Das ist mit einem Kampf weg. Und, ja, aber ist sicher, wir sind sicher in der besten Situation als Hergesville momentan. Ja. Eben, wenn man mal den Drive drin hat, dann läuft es vielleicht von selber. Oder? Das ist sicher auch extrem wichtig. Das haben wir ja vor 3-4 Jahren gesehen, als wir eigentlich zuerst mal in Halbfinale gekommen sind. Da haben wir eigentlich auch Hergesville gewonnen. Und dann eigentlich das einen riesen Schub bekommen und dann auch frei am dann können gewinnen. Ja, das ist sicher für uns sicher sehr motivierend und wir hoffen, dass wir Rückrunde noch den einen oder anderen Kampf können gewinnen. Der nächste Kampf, die nächste Wochenende, wo geht es da durch? Ist es eigentlich motivierend oder eher? Ja, nächste Woche müssen wir auf Kresene. Ist sicher ein extrem schwieriger Kampf für uns. Ja, Kräser ist momentan aus meiner Sicht die stärkste Mannschaft und da müssen wir sicher, da müssen wir sicher ein bisschen aufstellungsmässig etwas überlegen, dass wir dort vielleicht mit den 2 Nächte ein bisschen 2 auspacken können. Ja, sehen wir.
Danke vielmals. Merci euch. Wie geht es weiter? Wer ist der nächste Gegner? Weiter haben wir nächsten Samstag Einsiedeln. Auch wichtiger Kampf. Diese Mannschaft ist auch stark dieses Jahr. Jetzt keine schwache Mannschaft. Jede Mannschaft in Nationalliga A ist sehr stark. Und wir müssen Vollgas kämpfen für gegen Einsiedeln. Und gewinnen. Und gewinnen unbedingt. Wir drücken Daumen. Danke vielmals. Danke. Werfen wir zum Schluss der Vorrunde noch einen Blick auf die Tabelle. Willisau und Krieseren können je 4 Siege für sich verbuchen und das Remi macht total 9 Punkte. Freiamt 3 Siege und 2 Niederlagen macht 6 Punkte. Schattdorf 2 Siege und 3 Niederlagen, 4 Punkte. Hergiswil 1 Sieg gegen Einsiedlen und 4 Niederlagen macht 2 Punkte. Und Einsiedlen geht leer aus und hat 5 Niederlagen. Ja, der Johnny hat schon gemerkt, der Bauer zeigt nicht immer die wirkliche Stärke der einzelnen Mannschaften. Er meint, nicht alle Vereine haben immer ihre besten Ringer können oder wollen einsetzen. Die einen haben noch versteckte Reserven im Hinterhalt, die anderen nicht mehr. Wie die Stärkenverhältnisse wirklich sind und eine fundierte Analyse der Vorrunde und der aktuellen Kämpfe nicht verpassen im Johnny Meint, demnächst auf dem Sender. Spannend! Somit, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, sind wir am Ende von dem Match. Am nächsten Wochenende geht es weiter hier in der Steinachtralle in Hergiswil. Und zwar am 14. Oktober in Hergiswil gegen Einsiedler und Schattdorf. Darf ich euch antreten? Wir würden uns freuen. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.